gibt insgesamt 33 Stützen. Auf den darauf gelagerten Fahrbahnträgern sind die Schienen angebracht. Stütze 24 ist übrigens der Festpunkt der gesamten Tragkonstruktion. Alle anderen Stützen gelten als Pendelstützen, das heißt, sie fangen Dehnungen der Fahrbahnträge ab und gleichen sie aus. Oben in der Werkstation steht die historische Fördermaschine. Sie ist weitgehend im Originalzustand erhalten. Bis 1909 fischten hier noch zwei Dampfmaschinen, danach kam ein Elektromotor mit 80 Kilowatt Leistung. Direkt bewegt werden die Wagen durch ein Zugseil. Es ist 410 Meter lang und 38 Millimeter stark. Die Schwebebahn wird vom Tal aus gesteuert, von der Bergstation ist das allerdings auch möglich. Die über 100 Jahre alte Schwebebahn hat schon zwei Schönheitskuren genossen. Wegen akuter Altersschwäche wurde sie in den 80er Jahren umfangreich rekonstruiert. In den Jahren 2001, 2002